Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich eröffne die 88. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung. Wir haben erledigt die Punkte 1 bis 4. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Flughafen Frankfurt und Ryanair, Drucksache 19/4113 aus 19. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist wohl der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 43 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 37 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das ist okay. Zum Ablauf der Sitzung. Wir vertagen heute vereinbarungsgemäß bis ca. 18 Uhr ohne Mittagspause. Dann beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 5 heute Morgen. Und danach setzen wir die Beratung zu Tagesordnungspunkt 10 fort. Es fehlen heute entschuldigt Frau Staatsministerin Puttrich ab 12.45 Uhr, Herr Staatsminister Rhein von 16 bis 17 Uhr und die Abgeordneten Franz und Faeser wegen Erkrankung. Ich darf noch darauf hinweisen, dass heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung die Vernissage Kunst aus Hessen mit 8 Künstlerinnen und Künstlern aus Hessen in der Ausstellungshalle und Eingangshalle eröffnet wird. Außerdem noch ein Hinweis, an Ihren Plätzen ausgelegt ist die Einladung für die Sitzung des Hessischen Landtags anlässlich des 70. Jubiläums des Landes Hessen. Und hiermit ist die Einladung offiziell verteilt.